will mir die neue Mercedes C-Klasse anschauen, die will ich sehen. Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe keine Ahnung, by the way, wer sie ist, das ist No Front. Ich habe das Video in den Trends gesehen und ich möchte mir die neue C-Klasse gerne reinziehen. Hier aus einem Studio. Wie ihr vielleicht schon hinter mir erkennen könnt, sieht man hier ganz viele Mercedes-Sterne und es handelt sich ja auch heute um ein brandneues Fahrzeug von Mercedes. Oh, Juhu, schauen wir gleich. Und zwar... Warum Simp? Ich gucke mir ein Video von der Frau an, Chat, lasst es, sonst werdet ihr gebannt, das darf man auf Twitch nicht sagen, das ist nicht erlaubt. Geht es um die brandneue C-Klasse. Einmal die Limousine und einmal das T-Modell. Ziehen wir erstmal die Car-Covers ab und dann dürft ihr euch erstmal einen ersten Eindruck verschaffen. Los geht's. Nehmen wir an, dass die Car-YouTuberin ist wahrscheinlich. Oh, Kühlergrill. Könnte größer, oder? D-King, was sagst du? Der Kühlergrill gefällt mir, könnte aber größer. Sieht slim aus, sieht nicht mehr so sportlich aus, eher wie eine E-Klasse jetzt so ein bisschen klassischer. Heck ist immer noch sehr schön, Schnauze ist ein bisschen länger gefühlt, oder? Ja, das Heck ist sehr geil, das Heck haben sie sehr gut hinbekommen. C-Klasse ist ein warmer Auto, ich sag's mal wieder. Ich warte auf den C63, auf den neuen. Ja, der sieht schön aus, der Kombi. Interessante Felgen hier. So, hier hinter mir haben wir einmal die Limousine und auf der anderen Seite das T-Modell. Übrigens in einer neuen Farbe. Diese Farbe nennt sich Spektralblau und ist nochmal ein Tacken heller als das Brillantblau von... Sieht geil aus, würde ich mir aber selber nicht ziehen, wa? Mercedes. Ja, fangen wir erstmal bei der Limousine. Stimmt, der C64 kriegt einen Vierzylinder reingeschallert, oder? Hier an und schauen uns erstmal so das Äußere an, was hier so alles neu ist. Ja, wie bei schon anderen neuen Mercedes-Modellen ist auch hier mittlerweile die Front ein bisschen vorne spitz zulaufender geworden. Dann gibt es die schmaleren Scheinwerfer hier. Der hier hat übrigens das AMG-Line-Paket. Das ist schon das AMG-Line-Paket, okay. Sieht das Ganze auch nochmal ein bisschen sportlicher aus. Und wenn wir uns mal den Grill hier anschauen, den dann ich geil. Sehen wir hier ich mag die Musterung ganz drin. Viele kleine Mercedes-Sterne. Oh, cool. Das ist nice. Wie auch in der neuen S-Klasse gibt es auch hier optional das Digital Light, welches 1,3 Millionen Pixel hat. Sprich, das ist so hochauflösend. Diese können... Was ist das? Was macht das Digital Light? Kann mir das jemand erklären? Übrigens auch Bilder auf die Straße projizieren. Zum Beispiel, wenn man Was? Auf eine Baustelle zufährt, Was? So als Warnsignal. Was? Serienmäßig sind jetzt übrigens hier diese Power Domes oder ich sag auch diese Bumper hier auf der Motorhaube. Finde ich geil, finde ich gut. Wie crazy, okay, check schon, was es ist. Die das Ganze auch nochmal sportlicher aussehen lassen, ein bisschen aggressiver. Der ganze Wagen wurde um 6,5 cm zum Vorgänger verlängert, ist jetzt also 4,75 Meter lang. Und das merkt man vor allem im Fond, wo dementsprechend jetzt auch für die Leute, die hinten sitzen, etwas mehr Platz ist. Und Digga, das ist das Ding, die Autos werden immer größer, ne? Das ist schon crazy. Wenn man auch mal hier schaut, die Dachlinie ist so ein bisschen, die C-Säule wurde ein bisschen weiter nach hinten gesetzt, verschoben, ne? Ja. Damit auch hier die Köpfe ja, von den ja, Leuten, man nicht die so, ja, hinten ja, find sitzen, ich geil. Nach oben hin auch nochmal mehr Platz haben. Finde ich gut, finde ich gut. Wenn ich man geil. Sich die anderen Mercedes-Modelle, die neu rausgekommen sind, schon mal angeschaut hat, dann konnte man auch hier schon fast erahnen, dass auch die Rückleuchten hier dementsprechend ähnlich aussehen werden. Also nach innen sehr spitz zulaufend. Finde ich aber schön. Optional gibt es auch hier wieder diese Mattlacke. Hier haben wir das Selenitgrau mit... Ist nicht ganz meins. Ich mag dunkle Mattlacke eher so ein dunkles Matsch. Ich habe ja ein Mattgrau auf meinem GT. Das ist sehr, sehr geil. Ich hätte immer noch super gerne in der Produktpalette ein Mattschwarz, also wirklich ein angerautes Mattschwarz. Oh, Digga, ein mattschwarzer Wagen. Todesaufwendig so, ne? Also das ist... Oh, Junge, Junge, Junge. Ah, Digga, da geht mir die Düse, Junge. Metallic drauf. Dann werfen wir mal einen kleinen Blick in den Kofferraum, welcher in der Limousine... Die Sitzverkleidung
Warum ist der hier so offen? Limousine schon, wie ich finde, relativ groß Groß ist. ja, safe. Das Kofferraumvolumen bei der Limousine beträgt 450 Liter, ist also gleich geblieben zum Vorgänger. Und damit switchen wir einmal rüber hier zum ja, das wird groß T-Modell. Sein. Hier ist das Kofferraumvolumen allerdings 30 Liter mehr geworden. Jetzt 490 Boah, krass. Liter Koffer. Stimmt, man darf ja gar nicht mehr sagen. Man darf ja gar nicht mehr sagen, Kombi ist ja das T-Modell jetzt, ja. Interieur sehe ich jetzt hier vorne schon mit dem durchgehenden Display. Das wird sehr, 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 sehr wild, Digga. Das wird sehr, sehr geil. Kofferraumvolumen. Beide Modelle werden übrigens sowohl als Benziner als auch als Diesel rauskommen. Und zwar gibt es die entweder mit einem... Die gibt es nicht als E, oder? Es gibt keine C-Klasse mit einem E hinten dran, oder? Oder bin ich raus? Nee, gibt's nicht, ne? Nee. 48. Warum nicht als Hybrid? Ja, genau, meine ich halt. Wieso, ne? Ja, genau. Ich wollte Startergenerator, welcher nochmal 15 Kilo. Der C63, ja, der C63 wird dann mit dem Vierzylinder plus E-Motor. Ja, klar. Vierzylinder im C63. Aber Sie werden sich dabei was gedacht haben, nehme ich an. Weil ich denke mal, dass ein Vierzylinder auf einem C63, ich meine, es war vorher, es ist ein V6 gewesen, ne? Kein V8, glaube ich. Der, genau, es war ein. Oder war der C63, ist das ein V8 sogar? Ist der halbiert worden? Chat, sagt's mir kurz. Ich glaube, das war ein V6, oder? V8 sogar. Stimmt. Ich erinnere mich. Ich hatte hinten auch das V8 hinten drauf. Nicht das V8. Ja, doch. V12, Digga, wo bist du denn? Ich hatte ja mal ein C63. Ein sehr schönes Auto. Hinterradantrieb. Rutscht ein bisschen, wenn es nass ist, aber sehr, sehr schön. Komplett halt halbiert quasi in dem Moment. Aber dadurch, dass es halt nochmal einen E-Boost hat, könnte ich mir vorstellen, dass das trotzdem immer noch Bock macht. Und man muss da mal ehrlich sein, eine Übermotorisierung, ich habe gerade halt auch 640 PS V8 Biturbo, das ist geisteskrank, das ist krass. Der Wagen schiebt wie sonst was, aber der verbraucht natürlich halt immer noch. Der verbraucht zwar nicht so viel wie ein V12, das damals 1980 gemacht hat, aber trotzdem muss da auch Mercedes, und das machen sie gut, sie gehen halt mit der Zeit und versuchen halt, da irgendwie spritsparender mit E-Mobility irgendwie beieinander zu kommen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Kilowatt leistet oder beide Modelle als Plug-in-Hybrid. Ah, okay, also doch, okay. Mich als C-Klasse-Coupé-Fahrerin hätte natürlich jetzt auch noch brennend das Coupé interessiert. Ja. Dieses steht allerdings hier heute genauso wie das Cabriolet. Noch das hätte ich gern gesehen, das Coupé. Das Die Coupé Limousine sieht immer geil hier aus. Hat zum Beispiel das Night-Paket. Das ah, sieht man okay, zum mit Beispiel den schwarzen daran, Rändern dass hier, die ne? Außenspiegelkappen ja. in schwarz sind oder auch die, die Sichtstreifen ja, genau. hier. Die Sitze sind auch anders, oder? Ich glaube, das war es dann schon soweit mit dem Night-Paket. Wenn wir mal vorne schauen, beim Grill erkennt man das Night-Paket dann nur eben hier an diesem schwarz lackierten Teil der, dieser Zierleiste. Der Rest ist dann doch wieder sehr viel Chrom. Da die Kamera ist sehr, sehr groß, plakativ da oben eingesetzt, nicht wahr? Mal so von mir als Feedback. Nicht wahr, Digga? Ich hätte es schön gefunden, wenn man das auch hätte schwarz konfigurieren können im Night-Paket. Wenn er kein Night-Paket hat, dann sieht man, wie hier an dem T-Modell sind auch hier chromfarbene Zierleisten dann, die Außenspiegelkappen in Wagenfarben. Night-Paket finde ich deutlich schöner. Ich mag so viel Chrom an einem Auto einfach nicht. Ich finde das immer ein bisschen Setback, sieht ein bisschen edler aus, so ist ganz schön. Und diese Zierleiste ist dann hier in ja, so sieht in Schwarz deutlich Farbe. Besser aus, oder Chat? So, ich denke, außen haben wir jetzt schon mal jede Menge gesehen und wir konnten uns schon mal so einen ersten Eindruck verschaffen von beiden Modellen hier, aber... Ich sehe jetzt, by the way, schon mal die Kommentare, Digga, weil ich eben mit den Motorzahlen durcheinander gekommen bin und sowas in Zylindern. Ich habe nicht großartig Ahnung von Autos, Ich habe da nicht großartig Ahnung, nur dass ihr das jetzt hier versteht. Ich weiß halt jetzt schon wieder, dass die Kommentare voll sind so, ja, lasst euch raus. Ich kann euch eins sagen, was noch eigentlich viel interessanter ist als das Äußere für mich persönlich, okay. ist das Innenleben der neuen Innenraum, C-Klasse. Ja. Weil das kann sich definitiv sehen lassen. Schauen wir mal rein. Digga, dieser große Bildschirm hier, so, das ist so schön. Bisschen auf Tesla angelehnt, aber eigentlich auch nicht, weil es ist halt ein Trend in der ganzen Automobilbranche. Ne? Das machen halt viele. Digga, das sieht so geil aus, Alter. Das sieht so geil aus, no joke. Fühle ich sehr, mag ich. Sehr viel mehr Simplicity. Und das hier finde ich auch sehr geil. Die Lüftungen finde ich... ja, okay.
Ambilight so geil. Ja, das Interieur kann sich hier definitiv sehen lassen. Hier in der Farbe Sienna Braun ist übrigens eine neue Interieurfarbe. Sieht in Live nochmal. Was sind das für Sitze? Die Kopfstützen sind neu. Mal wesentlich besser aus als auf der Kamera, kann ich euch versprechen. Bei dem Studiolicht hier ist immer schwierig, Farben richtig einzufangen. Das ist jetzt ein Echtleder-Interieur hier. Schön finde ich persönlich hier diese... Die Sitzsteuerung hier habe ich ja auch drin, halt sieht nur bei mir ein bisschen anders aus. Man müsste ja meinen, das ist sehr intuitiv. Man sieht diesen Sitz und man kann damit tatsächlich dann halt den Sitz einstellen. Wisst ihr, wie viele Leute bei mir ins Auto einsteigen und versuchen unterm Sitz irgendwie das hin und her zu ziehen und versuchen irgendwie das, also die kriegen das nicht hin. Das ist ein Sitz. Es ist ja klar, dass man da irgendwie den Sitz verstellt, oder? Die schwarz lackierten Leisten in der Tür. Ist auch ein Neidpaket dann, oder wie? Dass das hier so schwarz Hochglanz ist. Dann nochmal ein Switch zum T-Modell. Hier gibt es auch nochmal eine neue Interieurfarbe, die nennt sich Neva Grau. Finde ich geil, finde ich sehr geil, mag ich, Digga. Aber weiße Polster mit Hund kann man nicht machen, wa? Auch sehr schön, wie ich finde. Sieht eigentlich schon ja, fast weiß aus, kann man sagen. Hier sieht man auch nochmal unterschiedliche Optionen der Zierleiste zum Beispiel. Oder auch hier alles in Schwarz-Hochglanz. Und wenn wir jetzt nochmal rüber zur Limousine switchen, hier sehen wir dann eine andere Carbon, Zierleiste. Ne? So carbonmäßig, oder? Sieht nochmal so ein bisschen ja, optisch so leicht nach Carbon aus. Ist jetzt hier in so einem sieht aber besser aus, muss ich sagen, als das alte Carbon-Design. Das alte Carbon-Design war mir ein bisschen too much. Das hat mir nie so wirklich gefallen. Das war immer so ein bisschen plastisch, so ein bisschen, naja, nicht billig, aber da habe ich dann doch eher so diese Holz-Applikation irgendwie gefühlt. Hochglanz. Das Allerwichtigste aber ist jetzt dieses neu gestaltete Interieur hier. Also was euch wahrscheinlich direkt ins Auge stechen wird, ist dieser riesengroße Monitor hier in der Mitte. Der ist so chillig, der ist so geil. Den habe ich quasi bei mir auch drin. Und hier sehe ich schon, ist ein Heads-Up-Display. Hier gibt es dann auch nochmal ein großes Display. Was fährst du für einen? Ich fahre einen GT63 AMG S. Das hier kennen wir dann auch schon so ähnlich aus der neuen S-Klasse. So ähnlich. Das Lenkraddesign ist auch interessant. Hier ist nochmal ein kleiner Display drin, ne? Mal mit dem Daumen drüber. Wurde jetzt in der C-Klasse übernommen. Ist auch, wenn man mal schaut, leicht zum Fahrer geneigt. Mhm. So. Finde ich aber dann cool. Wählen wir uns einmal ein hier mit einem Pin. Und auch die neue C-Klasse hat das neue Lenkrad. Mhm, das sieht geil aus. Welches man daran erkennt, dass das jetzt hier so zwei Streben hat. Ne? Ja, das ja. Ist nicht mehr ein Teil, sondern zwei. Finde ich sie sportlicher aus. Hier in Schwarz-Hochglanz und man kann gefühlt alles bedienen cool. An diesem Lenkrad. Also man muss während der Fahrt eigentlich nichts mehr hier am Monitor machen. Und nicht nur das. Das Lenkrad ist groß, oder? Gefühlt, ne? Denn auch die neue C-Klasse ist jetzt ausgestattet mit dem MBUX, Mercedes-Benz User Experience. Dieses Ambilight, ne? Hier gibt es einen supergeilen Sprachassistenten. Und durch diese Sprachsteuerung lässt sich auch fast alles, was jetzt nichts mit Fahrassistenzsystemen zu tun hat, steuern. Also sprich, fast alles hier im Innenraum. Ich probiere das gerade mal. Hey Mercedes. Ja, bitte. Schließe das Dachrollo. Ich schließe das Rollo am Schiebedach. Wild. Wild, 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 wild. Wenn es jetzt noch möglich ist, das Schiebedach reinzubekommen und die Burmeister High-End-Soundanlage, das geht nämlich bei meinem Auto leider nicht. Das Schiebedach nimmt in der, das ist die C-Säule hier, ne? Oder B-Säule? C-Säule. Nimmt da leider zu viel Platz weg, als dass die Burmeister-Boxen oben ins Dach reinkommen. Es ist die B-Säule. Perfekt, Digga. Ich bin sehr lost. Das ist die B-Säule. In die B-Säule. Das hat leider nicht gepasst. Also man kann, dann muss ich entweder für geilen Sound oder geilen View entscheiden. Ich habe mich jetzt dieses Mal für geilen Sound entschieden, beim nächsten Mal wahrscheinlich den geilen View, weil ich wollte unbedingt mal ein Dachfenster haben. Das ist echt geil. Burmeister. Wie heißt es? Burmeister? Wie spricht man es aus? Burmeister. Burmeister. Es ist ein Dänen, glaube ich, oder so, ne? Burmeister. Ich weiß es nicht. Das Ganze funktioniert selbstverständlich auch mit... Das ist nicht vegan. Ich bin doch nicht vegan, Bro. Mit der Telefonie oder mit Sitzheizung, mit... ich weiß. Massage ist natürlich geil. Hey, Mercedes, gib mir eine chillige Massage und dann... Ich weiß gar nicht, Fenstern? Hey, Mercedes? Ja, bitte? Öffne das Seitenfenster. Alles klar, ich mache das Fenster auf. Oh, krass. Und man muss keine... Ich
würde den ganzen Tag mit Mercedes reden. Vorgegebenen Kommandos mehr geben. Man kann ganz normal geil mit diesem System hier sprechen, wie hey, Punkt, 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 ich sag's jetzt nicht, sonst reagiert's wieder. Mach's Dachrollo auf, öffne das Dachrollo oder ruf den und den an oder navigiere mich da und dahin. Also es gibt nicht mehr diese vorgegebenen Sätze, sondern das Fahrzeug versteht einen auch, wenn man sich ganz... Hey Mercedes, ich bin extrem traurig, spiel mir traurige Musik. Normal in seinem Sprachgebrauch ausdrückt. Wie warm ist es gerade in Madrid? Das geht doch nicht, oder? Aktuell beträgt die Temperatur in Madrid 15 Grad. Ey, wenn man das hier mit dem Handy mit, weiß ich nicht, Android Auto oder Apple CarPlay komplett connecten kann. Hey Mercedes, mach mir einen Eintrag in meinen Kalender, so das geht jetzt bedingt auch, aber das ist natürlich wild. Es ist überwiegend bewölkt und es weht ein starker Wind aus Westen. Finde ich cool. Also dieses Auto kann einen sogar super präzise Wetterangaben machen und ist auch mit dem Internet verbunden. Das heißt, ich könnte jetzt vielleicht auch so Fragen stellen wie, hey Mercedes, wie groß ist der Eiffelturm? Das habe ich auf Wikipedia gefunden. Krass, einfach deutsche Siri. Deutsche Siri einfach, wie cool. Der Turm ist 324 Meter hoch. Das sorgt eben dafür, dass man sich komplett aufs Fahren konzentrieren kann. Das ist die neue C-Klasse, nicht die neue X-Klasse. Man muss hier nichts mehr rumdrücken, weil viele sagen ja auch, ja, so ein Display lenkt ja voll ab von der Fahrt. Man soll ja auch nicht aufs Handy schauen und so weiter. Ist ja auch richtig, aber man muss gar nicht auf dieses Display bei der Fahrt schauen, denn man kann alles... Und vor allen Dingen hast du ja sowieso in allen Autos irgendwie Displays und sowas drin und ich kenne auch keinen, der mit einem Tesla oder weiß ich, mit einem Groß, also mit einem Tesla ist jetzt das Erste, was mir einfällt. Der Maybach hat, glaube ich, auch so eins drin, wenn ich mich nicht irre. Da passiert ja nichts, ne? Das WLAN wird wahrscheinlich halt aus einer SIM-Karte kommen, nehme ich an, ne? Gut, wie alles mit der Sprachsteuerung hier steuern und wenn das nicht funktioniert, dann auch hier am Lenkrad noch. Sehr schön finde ich auch das Design hier im digitalen Tacho. Und hier geil, sieht man auch das Head-Up-Display. Ich will jetzt nicht fokussieren. Das Fahrzeug projiziert sogar im Head-Up-Display Pfeile auf die Straße. Also das sieht aus, als ob in 3D crazy. Da... Das Head-Up-Display ist bei mir so Gold wert. Ich kriege immer eine Benachrichtigung. Was ist im Head-Up-Display drin? Ich glaube, Geschwindigkeit... Und die Straßenschilderkennung, das ist sehr, 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 sehr geil. Ein Pfeil auf der Straße sitzt und dir dann im quasi Navi-Modus anzeigt, in welche Straße du einbiegen sollst. Sehr schön finde ich auch die... Das Ambilight, oh Digga, das Ambilight ist so schön. Das ist ein so tolles Feature, das sieht so geil aus. Ambient. Ich habe mich auch mal mit meinem Auto, bin ich einfach irgendwo hingefahren. Auf den Parkplatz gestellt. Drumherum war es dunkel, nur das Ambilight angemacht, Musik gehört. Sitz zurückgeklappt. Wunderschön. Wunderschön, wirklich. Beleuchtung. Endlich werden zum Beispiel auch die hier Lüftungen. Die Luftdüsen mit beleuchtet. Ja. Das sieht im Dunkeln wirklich richtig schön aus. Alles sehr, sehr schön optisch gestaltet. Mhm. Auch ganz cool, das zeige ich euch auch gerade nochmal eben, wenn ich hier auf diesen Button drücke. Parkassistenz. Dann zeigt er mir hier ein 3D-Modell an. Die ist aber deutlich umfassender als die Kamera. Die ist ja noch mal riesiger, die 360-Grad-Kamera. Die sieht ja jetzt einfach alles, Digga. Von dem Fahrzeug, hier seht ihr das Studio. Crazy. Und ich könnte jetzt hier auf und her swipen und schauen. Alter, oh mein Gott, das ist insane. Und also das sieht aus, als ob mich Kameras hier... Das ist legit insane. Das ist legit insane. Wenn man Probleme hat mit dem Auto... Oh, Junge. Von außen filmen, das sind natürlich die ganzen Kameras, die außen am Fahrzeug positioniert sind. Krass, und krass. So jetzt quasi ein Bild zusammengerechnet wird, als ob das Ganze eben von einer Kamera gefilmt wird, die irgendwie um das Auto hier herumfliegt. Das ist ziemlich cool, ist jetzt nichts Neues mehr, aber die Auflösung finde ich mittlerweile noch besser als bei vorherigen Modellen. Zoomen wir mal ein bisschen ran, auch das geht. Ja. Ach, dann gibt es natürlich auch noch mal eine Sitzprobe hinten und wie gerade schon Linda, erwähnt, mein wurde Boy, das danke Fahrzeug für Subs, etwas verlängert und auch hier das Dach danke ein bisschen erhöht, damit man hier wirklich angenehmer sitzen kann. Und ich habe gerade schon gesagt, als ich den Wagen das erste Mal gesehen habe, dass das könnte auch eine E-Klasse sein von der Größe. Habe ich auch gesagt, also ja. Ich auch gedacht. Beinfreiheit hat man hier definitiv.
Kopffreiheit auch wirklich noch sehr, sehr viel. Also auch hinten kann man wirklich super angenehm und bequem sitzen. So, ich denke, das war schon mal so einiges hier für den ersten Eindruck der neuen C-Klasse. Interessantes Auto. Neue C-Klasse, schreibt es gerne in die Kommentare. Welche Features Ding. Findet ihr cool? Die neue S-Klasse ziehen wir uns heute nicht rein. Die will ich mir aber noch reinziehen, habe ich mir noch nicht angeguckt. Sehr interessant, cooles Ding.